So, wir würden gern langsam anfangen. Daher würde ich einmal kurz bitte um Aufmerksamkeit bitten. Ja, schönen guten Abend. Schön, dass so viele Leute hier gekommen sind. Mein Name ist Robert Gahr. Ich bin Nachtbürgermeister der Stadt Mannheim und habe letztes Jahr die Nachtakademie ins Leben gerufen. Das ist ein Veranstaltungsformat, in dem wir eigentlich hauptsächlich erstmal Seminare, Workshops für Veranstaltende geben wollten. Oder auch für Gastronomen hat man aber ganz schnell gemerkt, wir haben auch ganz viele andere Themen, die wir abdecken können, wie zum Beispiel eben auch so ein Format, wie Clubkultur sich in Mannheim entwickelt hat. Von daher bin ich auch ganz froh, dass wir den Dr. Thomas Frogmorten gewinnen konnten, mit dem Archivum zusammen einen kleinen Vortrag vorzubereiten. Ich will auch gar nicht so viel reden, deswegen stelle ich noch ganz kurz den Vortragsredner vor. Ich habe den Namen schon gesagt, Dr. Thomas Frogmorten. Hat Geschichte und Germanistik in Münster studiert, hat dann in der Uni Hamburg seine Promotion abgeliefert und hat sein Referendariat danach im Staatsarchiv in Hamburg gemacht und ist seit 2021 Leiter der Abteilung Historisches Archiv hier im Archivum. Und er wird Ihnen jetzt ein bisschen was erzählen darüber, wie sich die Clubkultur in Mannheim seit den 1950er Jahren entwickelt hat, bis, glaube ich, zu den 90ern. Und ich glaube, die meisten Clubs danach existieren teilweise fast noch hier. Ja, danke erstmal, Robert, für die freundliche Einführung. Und es freut mich auch, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Das ist erfreulich und auch ein bisschen beängstigend. Aber fangen wir mal an. Bevor ich mit dem akademischen Teil des Abends beginne, wollte ich erstmal starten mit einem Rave. Aber keine Angst, Sie müssen nicht raven. Ich zeige Ihnen nur einen kleinen Videoausschnitt. Das ist so ungefähr eine Minute, länger nicht, weil die Qualität ist jetzt nicht die beste und dann wird es irgendwann anstrengend. Ich habe es extra nicht so laut gemacht, weil die Bässe so scheppern. Das wäre irgendwann unschön gewesen tatsächlich. Einige haben es sicherlich schon gesehen. Das sind Szenen aus dem Milk, einem legendären Club von Anfang der 90er hier in Mannheim. Und über den werde ich zum Ende des Vortrags auch noch einiges erzählen. Jetzt erstmal haben Sie aber schon mal einen Eindruck davon, was in den 90ern so eine richtig gute Party sein konnte. Und jetzt zeige ich Ihnen, was in den 50ern so eine richtig gute Party war. Man sieht also schon, zwischen 1955 und 1992 ist ziemlich viel passiert. Aber eines ist in dieser Zeitspanne immer gleich geblieben. Leute gehen gerne feiern und tanzen. Und genau darum geht es in meinem Vortrag heute. Ich werde etwas über die Mannheimer Clubgeschichte erzählen. Die Frage ist aber nun, warum ich das eigentlich tue. Wie bin ich eigentlich hierher gekommen? Und das fing eigentlich ganz einfach an. Der Nachtbürgermeister Robert Gahr hat bei uns angefragt, ob irgendjemand einen Vortrag machen will über Mannheimer Clubgeschichte. Und ich fand das Thema sofort spannend. Dabei scheine ich auf den ersten Blick gar nicht so gut dafür geeignet zu sein, ehrlich gesagt. Weil zum einen bin ich gar nicht so ein großer Clubgänger, muss ich zugeben. Zum anderen bin ich von der Forschung her eher in der frühen Neuzeit zu Hause, also im 16. bis 18. Jahrhundert. Da gab es auch noch nicht so viele Clubs. Und außerdem wohne ich eben auch erst seit so 2,5 Jahren in Mannheim. Das heißt, abgesehen davon, dass ich ein bisschen zu jung bin, hatte ich auch gar nicht die Chance, in all diese Clubs zu gehen, von denen ich gleich erzählen werde. Aber eine Sache bringe ich mit, die man, glaube ich, braucht für historische Forschung. Ich habe die nötige Distanz zu dem Thema, aber gleichzeitig habe ich auch ein ernsthaftes Interesse daran.
Also bin ich vielleicht doch genau der Richtige für den Job und Sie dürfen das am Ende des Vortrags so beurteilen, ob das wirklich so ist. Für mich ist auf jeden Fall Clubgeschichte Alltagsgeschichte. Als Archivar und Historiker bin ich immer daran interessiert, möglichst alle Aspekte der Stadtgeschichte zu dokumentieren und zu untersuchen. Und da gehören Clubs auf jeden Fall dazu. Wo die Leute tanzen gehen, war für viele am Ende viel wichtiger in ihrem Alltag als vielleicht irgendwelche kommunalpolitischen Debatten oder irgendwelche Ereignisse der Hochkultur. Und genau deshalb hat das Thema für mich Relevanz und man sieht ja auch an der Resonanz, dass es ein relevantes Thema ist. Noch eine andere Sache will ich vorab erwähnen. Als Historiker will ich eigentlich immer analytisch vorgehen. Das heißt, ich möchte Geschichte nicht nur rekonstruieren, sondern ich will sie eigentlich auch interpretieren und systematisieren. Das heißt, ich versuche Muster zu erkennen und Aussagen über Gesellschaften in der Vergangenheit zu treffen. Bei der Clubgeschichte war es aber eher so, dass ich bei Null anfangen musste wirklich und erstmal mit dem Rekonstruieren beginnen musste. Denn wir haben im Archiv wirklich sehr, sehr wenige Quellen zur Clubkultur. Ganz wenige schriftliche Zeugnisse, natürlich Zeitungen und auch sehr wenige Fotos aber. Und deswegen bin ich wirklich dankbar, dass es sehr, sehr viele Zeitzeugen gab, die bereit waren, mit mir Gespräche zu führen und die mich auch mit Material versorgt haben. Ich habe ganz am Ende des Vortrags auch noch eine Seite, wo ich auf ein paar Internetquellen von einigen meiner Zeitzeugen hinweisen werde. Jetzt muss ich erstmal namentlich ein paar Leuten danken. Und zwar in alphabetischer Reihenfolge Markus Brehm, Robin Ebinger, Klaus Hilscher, Klaus-Dieter Kieslich, Jochen Leibel, Dirk Mantei, Benny Roos, Kai Schroko und Gerd-Peter Schulz. Ohne euch wäre mein Vortrag deutlich dünner geworden heute. Und das Gute ist auch, wenn ich irgendwie Mist erzähle, könnt ihr mich im Nachhinein noch korrigieren. Weil das ist immer die Gefahr bei zeitgeschichtlichen Themen natürlich. Mit meinen Quellen und meinen Zeitzeugen ging es dann erstmal darum, tatsächlich Informationen und Wissen zusammenzutragen. Und jetzt werde ich im Folgenden gucken, dass ich so gut wie möglich einen chronologischen Überblick über die Clubgeschichte Mannheims bringe, mit Schwerpunkten auf ein paar ausgewählten Clubbeispielen, da wo ich eben besonders viele Quellen und Aussagen gefunden habe. Das bedeutet übrigens auch, dass ich ganz viele Clubs und Diskotheken nicht erwähnen werde. Und es tut mir leid, dass ich da einige wahrscheinlich enttäuschen werde, weil jeder Mensch trägt natürlich seine eigene Clubgeschichte ein bisschen mit sich herum und wünscht sich, dass seine Etablissements erwähnt werden. Also bitte nicht persönlich nehmen, das ist meistens eine Quellenfrage, wenn ich Dinge nicht erwähnt habe. Jetzt wollen Sie eigentlich, dass ich direkt einsteige, aber zu so einem akademischen Vortrag gehört leider auch immer ein bisschen so Definition, aber ich halte das sehr kurz, keine Sorge. Und zwar geht es erstmal darum, was meine ich eigentlich, wenn ich von Clubgeschichte rede? Was für Locations decke ich damit ab? Und ich werde mich mit folgenden Locations auseinandersetzen, nämlich mit Orten, die eine Tanzfläche haben, bei denen das Tanzen im Vordergrund steht. Das heißt, Musikclubs, wo vor allem Konzerte im Vordergrund standen, so Konzertlocations eben, fallen raus. Auch Bars, wo einfach eine Jukebox stand, fallen raus, einfach weil es viel zu viel Material sonst gewesen wäre. Das heißt, der Fokus liegt auf Diskotheken und Tanzclubs. Jetzt weiß ich, dass Diskotheken und Clubs nicht dasselbe sind. Ich werde die trotzdem einfach in einen Topf werfen, weil das praktisch für mich ist. Trotzdem möchte ich sagen, ich bin mir darüber im Klaren, dass es nicht das Gleiche ist und ich habe mal ein paar Kernunterschiede hier herausgearbeitet. Diskotheken sind in der Regel hauptsächlich kommerziell. Da geht es halt ums Geldverdienen. Bei Clubs muss man natürlich auch von irgendwas leben, aber die Idee ist eigentlich, dass das Ganze aus einer bestimmten Szene heraus für eine bestimmte Szene gemacht wird. Es geht also ein bisschen um die Kunst und um die Liebe zur Sache. Gleichzeitig sprechen Diskotheken auch dann natürlich ein großes Publikum oder den Mainstream an, wohingegen Clubs sich oft als einen temporären Frei- und Schutzraum für Mitglieder einer bestimmten Szene verstehen. Das heißt, es geht ein bisschen darum, dass sie auch identitäts- und gemeinschaftsstiftend sind. Und auch passend dazu, Diskotheken machen natürlich Musik für den breiten Geschmack. Ich denke dann immer an diese Großraumdissen, die es heute auch noch gibt. Clubs haben hingegen ein kuratiertes Programm, also eine klare künstlerische Handschrift und Vision. Einmal was die Musik angeht, aber auch was so der Innenraum und sowas angeht. Aber wie gesagt, ich werde sowohl von Clubs als auch von Diskotheken berichten und das nicht immer ganz klar trennen. Die Frage ist nun, welchen Zeitraum decke ich eigentlich im Folgenden ab? Ich beginne mit den späten 50ern und werde Anfang der 90er enden. Das hat einmal auch mit den Quellen zu tun, zum anderen aber auch daran, dass ich dann so einen ganz schönen Spannungsbogen hinbekomme. Es hat aber einen Grund, warum ich in den 50ern beginne. Denn in den 50ern gibt es ganz viele wichtige historische Entwicklungen, die quasi die Grundlage für die späteren Clubs und Diskotheken darstellt. Und zwar ist eine dieser Entwicklungen der Rock'n'Roll.
eine sehr wichtige Jugend- und Musikkultur. Es gibt auch früher schon Jugendkulturen, aber der Rock'n'Roll ist halt nochmal eine andere Sache. Damit verbunden gibt es in den 50ern erstmals eine jugendliche Konsumkultur, will ich das nennen. Das heißt, zum ersten Mal haben junge Leute Freizeit und Geld für Konsum. Und das geben sie gerne aus, um abends rauszugehen. Und das Dritte und das Entscheidende ist vermutlich die Geburt der Diskothek. Das ist nämlich eine Erfindung der späten 50er, also der 50er ungefähr zumindest. Ursprünglich war Diskothek ein Begriff für eine Schallplattensammlung, also so wie Bibliothek eigentlich. In Frankreich öffneten dann die ersten Diskotheken, wie wir sie heute verstehen. Und das bedeutet, dass es nicht mehr unbedingt Bands und Tanzkapellen waren, die Musik gespielt haben zum Tanzen, sondern man hatte einen DJ, der Schallplatten auflegte. Und die Gründe dafür waren sehr pragmatisch. Die Betreiber fanden entweder nicht genügend Bands, um ihr Programm zu füllen, oder sie wollten die Bands nicht bezahlen, oder die Bands waren halt einfach nicht gut. So ein Disc-Jockey dagegen ist deutlich billiger als eine komplette Band und er spielt Musik in gleichbleibender Qualität, da er Schallplatten spielt. Ende der 50er stieg dann die Zahl der Diskotheken in Frankreich rasant an und das Ganze breitete sich dann in den 60ern über den Rest Europas und auch den USA aus. Und in Deutschland wurde der Begriff Diskothek erstmals 1965 so richtig bekannt gemacht, weil dann der Spiegel auf das Thema gekommen ist. Und da habe ich ein ganz schönes Zitat aus dem Spiegel. Die Tanzdielen erzittern. Trainiertes Jungvolk hüpft, schlingert, stampft und zuckt nach Rhythmen, die aus allen Wänden, aus der Decke und sogar aus dem Fußboden zu quellen scheinen. Gedröhn, nahezu von der Lautstärke einer startenden Boeing, erfüllt ohne Pause jeden Kubikmeter des Etablissements und stimuliert die Anwesenden zu Körperübungen wie Latkes, Watusi, Jerk und Mashed Potatoes oder auch zu so guten alten Tänzen wie Halligalli, Slop und Twist. Ich kenne übrigens fast keinen dieser Tänze. Der rhythmische Radau, erzeugt von Gitarren, Schlagzeug und Vokalkünstlern und bis an die Grenzen menschlichen Durchhaltevermögens elektronisch verstärkt, ist Merkmal eines neuen Typs von Vergnügungsunternehmen, der sich derzeit gleich der Lärmschleppe eines Überschalljägers über Europas und Amerikas Städte ausbreitet. Gattungsname der neuen Schallwelle: Diskothek. Sehr wortgewaltig. Jetzt habe ich schon ganz viel Allgemeines erzählt, aber Sie fragen sich sicherlich schon die ganze Zeit, wie war das jetzt eigentlich in Mannheim? Auch in Mannheim gab es ab den 1950er Jahren eine Jugend, die sich amüsieren und tanzen gehen wollte. Und der Stadtjugendring begann deshalb damit, bereits 1952 im Rosengarten Jugendtanzabende zu veranstalten für Jugendliche von 16 bis 25 Jahren. Damals war die Jugend noch ein bisschen ausgedehnter anscheinend. Und damit war Mannheim, zumindest behaupten, das wird das in den Akten behauptet, die erste Stadt in der Bundesrepublik, die so eine Art von Tanzveranstaltung ausgerichtet hat. Es handelte sich dabei aber nicht nur um Discoabende, wie man sich das heute vorstellt. Natürlich wurde auch getanzt, aber es gab auch ein wechselndes Programm. Also es gab Tanzturniere, es gab Gesellschaftsspiele, es gab Modenschauen, alles drum und dran. Und alles war natürlich sehr gesittet, so wie es sich in den 50ern gehört. Ich habe da ein schönes Zitat. Außer der Einhaltung der Altersgrenze, 16 bis 25 Jahre, und dem Verzicht auf Alkohol wird von den Jugendlichen noch geschlossene Kleidung für den Abend verlangt. Das heißt, Jugendliche ohne Krawatte oder im Pullover werden nicht zugelassen. Trotz dieses sehr strengen Dresscodes waren die Veranstaltungen unheimlich erfolgreich. In einem Bericht heißt es, dass im Durchschnitt immer 1400 Leute daran teilgenommen haben. Und diese Cola-Bälle, so wurden sie dann genannt wegen eines Hauptsponsors, den es gab, weil die so beliebt waren und es sonst eben nur wenige Angebote für junge Leute gab, wurde dann irgendwann auch auf Initiative des Stadtjugendrings ein Jugendtanzcafé eröffnet. Und zwar im Jahr 1959 in D54. Und das Jugendtanzcafé finde ich ganz spannend, weil da findet man schon irgendwie ein Konzept, was man gemeinhin mit Clubs verbindet, und zwar das Konzept der Zwischennutzung. Da war nämlich eigentlich ein Gebäude, das abgerissen werden sollte, und bis es soweit war, durfte das Jugendtanzcafé da einziehen. Das hat auch nur 2 Jahre dann existiert, weil 1961 wurde das Gebäude abgerissen und dann gab es kein Café mehr. Es fanden dann immer noch Tänze und dergleichen statt, aber grundsätzlich kann man schon, glaube ich, sagen, dass es zu wenig Angebote für junge Leute gab. Und deswegen gründeten die jungen Leute einfach ihre eigenen Clubs.
Grundlage dafür war, soweit ich weiß, ich will das nochmal genauer prüfen, eine Lücke im Gaststättengesetz. Und dadurch konnte man quasi Privatclubs betreiben, ohne Schankkonzession, solange man das auf Mitgliederbasis gemacht hat, mit Mitgliedsausweisen. 1963 zählte der Mannheimer Morgen schon etwa ein Dutzend solcher Clubs und die wurden alle von Studierenden oder anderen Twens betrieben. Auch ein schöner Begriff, den man heute gar nicht mehr hört eigentlich, Twen. Ich kann nicht alle dieser Clubs aufzählen, sondern ich möchte mich auf einige wenige konzentrieren, zu denen ich etwas mehr Material gefunden habe. Und zwar das Genesis, das Twen 66 und das Echo 63. Und man sieht sie hier auf der Karte mit ihrem jeweiligen Standort und ich werde zu denen jetzt jeweils ein bisschen was erzählen. Fangen wir an mit dem Twen 66. Eröffnet wurde es wohl unter dem Namen Watusi, wobei ich das genaue Jahr nicht habe tatsächlich. 64, dankeschön. Später wurde es dann zum Twen 66 und dann wurde es zum Domizil. Und als Domizil war es dann auch ein Studentenclub tatsächlich, wie man hier sieht. Und hier sieht man Beispiele für diese typischen Mitgliedsausweise, die man hatte. Das finde ich besonders schön gestaltet. Beim Domizil wiederum sieht man auf der Rückseite quasi die allgemeinen Geschäftsbedingungen, was ich auch sehr schön finde tatsächlich. Und das Domizil wurde dann 1971 wegen Ruhestörung unter anderem geschlossen. Es gab dann einen Nachfolger, das Domizil 2, darüber werden wir auch nachher kurz reden. Ein anderer Club, der auch einen Mitgliedsausweis hatte, war das Genesis. Da sieht man einen und ich habe auch schon gesehen, eine Dame aus dem Publikum hat sogar ihren alten Ausweis mitgebracht, was ich sehr schön finde. Das Genesis ist auch deshalb so interessant, weil hier wirklich Generationen von MannheimerInnen feiern gegangen sind, weil das hat noch bis, ich meine 2019 existiert, auf jeden Fall bis in die 2010er hinein. Und eröffnet wurde das Genesis aber 1965 unter dem Namen Showboat. Dann wurde es der Club Fashionable und ab 1970 dann das Genesis. Eröffnet wurde dieses neue Genesis von Benny Roos, Jochen Leibel und Wolfram Höhl und die richteten den Laden neu aus und machten ihn zu einem Hotspot für Jazz und Folk. Trotzdem gab es aber immer noch Tanzabende, da legte zum Beispiel eine Zeit lang auch Klaus Hiltscher auf, einer meiner Zeitzeugen, von dem ich auch die Fotos habe, beziehungsweise von seinem Blog. Das Genesis existierte, wie gesagt, noch sehr lange und er fand sich immer wieder neu. Es wird uns also im Laufe des Vortrags auch noch ein paar Mal begegnen. Und hier sieht man ein Foto vom Innenraum des Genesis in den 70ern. Einer der Chefs vom Genesis, Benny Roos, legte in den 60ern wiederum in diesem Laden auf, im Echo, beziehungsweise Echo 63. Und hier sieht man dann einmal ein Foto aus dem Innenraum. Und was ich besonders schön finde, man sieht hier auch die Echo-Charts von 1966. Man würde das heute wahrscheinlich ein DJ-Set oder so nennen, halt eine Playlist, wenn man so will. Und also es ist alles dabei, was man hören muss. Die Stones sind dabei, Cream ist dabei, Hollies, Kings, also viele von diesen Namen kennt man auch heute noch tatsächlich. Und diese Liste bringt mich zu einem Punkt. Und zwar habe ich ja schon erzählt, wie nach und nach die Discos übernahmen und die Tanzkapellen abgelöst haben, indem dann DJs immer aufgelegt haben. Aber wie war die Entwicklung eigentlich in Mannheim in dieser Hinsicht? Noch in den 60ern gab es eigentlich überall in Deutschland zahlreiche Bands, die für die nötige Tanzmusik sorgten, in so Tanzclubs. Man nannte diese Bands dann Tanzkapellen oder Beatkapellen, so noch schön eingedeutscht. Und es wird normalerweise gesagt, dass die so bis in die 70er hinein nach und nach von DJs abgelöst wurden. Ich habe mal hier ein Beispiel aus den Ringstuben. Die Ringstuben waren eigentlich, soweit ich das weiß, eher eine Konzertlocation, also kein Tanzclub, wie ich ihn behandeln möchte. Aber diese schöne Broschüre aus dem Jahr 1966 hat halt unheimlich viele Bands. Ich habe nur drei jetzt hier mal rausgesucht. Einfach als Beispiel dafür, wie vielfältig eigentlich die Bandlandschaft auch war. Ansonsten habe ich da noch einige Hinweise aus Quellen und von Zeitzeugen, wie es weiterging. Und zwar sieht man hier im Club Pro Contra, dass noch vom Tonband Musik gespielt wurde. Das war quasi die Vorstufe zum Plattenspieler in dem Fall. Und im Echo wurde das wohl auch so gemacht. Im Showboat, das habe ich von Zeitzeugen, konnte ich durch Schriftquellen nicht bestätigen, weil über sowas schreibt halt leider nie jemand. Im Showboat wurde vermutlich das erste Mal Musik ausschließlich von Platte gespielt, also ohne Bands und sonst irgendwas.
Und hier habe ich noch ein Bild aus dem La Cité, einfach nur als so eine Art Symbolbild, wo man eben schon die kleinen 7-Inch-Singles sieht, mit denen dann gearbeitet wird. Man sieht also, auch in Mannheim wurde in den 60ern der DJ immer wichtiger auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage, wie lief es eigentlich ab in diesen jugendlichen Privatclubs? Es war wohl so, dass die von Leuten vom Stadtjugendring immer wieder kontrolliert wurden. Und Bier, Wein und Martini wurden bei diesen Kontrollen geduldet, harter Alkohol war aber verboten. Und ab 22 Uhr mussten alle unter 18 aus dem Laden draußen sein. Auf diese Weise entstand so eine ganz interessante Win-Win-Situation, finde ich. Denn einmal hatte man quasi die jungen Leute unter Kontrolle, man hat sie zumindest immer im Blick gehabt. Andererseits hatten die jungen Leute aber auch ihre eigenen Freiräume und konnten innerhalb dieser Grenzen letztendlich machen, was sie wollten. Dabei war es den Betreibern dieser Clubs und den Besuchern auch wohl wichtig, sich von den kommerziellen Freizeitangeboten, die man bei großen Diskotheken hatte, abzugrenzen. Ich habe immer wieder gelesen von dem Konsumzwang, den es woanders gab. Also, dass man mehr oder minder freundlich immer dazu aufgefordert wurde, möglichst viele Getränke zu bestellen und solche Geschichten. Das fiel da alles weg. Es ging halt wirklich darum, einen Freiraum quasi zu schaffen. Den professionellen Kneipiers wiederum war das natürlich ein Dorn im Auge, denn im Prinzip war das Konkurrenz ohne Konzession. Und 1968 kam es dann auch zu einer Schließungswelle unter den Jugendclubs. Ihnen wurde vorgeworfen, mit Gewinnerzielungsabsicht Alkohol auszuschenken und deswegen wurden die nicht mehr als unterstützungswürdig betrachtet. Und nur drei Clubs überlebten diese Schließungswelle, darunter das Genesis und das Domizil 2. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, das war der Nachfolgeclub vom Domizil 1. Den dritten Club weiß ich gar nicht, wer das war. Wenn jemand aus dem Publikum das weiß. Mesh. Das Mesh, okay. Danke. Okay, danke. Und als dann 1972 auch das Domizil 2 geschlossen wurde, wurde es von jungen Leuten besetzt und die Polizei musste zur Räumung ausrücken. Und das sieht man dann hier. Und das war in den K-Quadraten. Okay. Auf jeden Fall K1, darauf können wir uns einigen. Auf jeden Fall konnte das Genesis aber gerettet werden. Trotzdem ging die Zeit der Jugendclubs damit zu Ende. Und jetzt habe ich schon viel eben über diese Jugendclubs erzählt, aber das war natürlich nicht alles, was in den 60ern in Mannheim passierte. Natürlich gab es auch richtige Diskotheken. Und ich kann nicht mit letzter Sicherheit sagen, was eigentlich die erste Disco in Mannheim war, aber laut einer Quelle zumindest war eine der ersten Diskotheken im Stile späterer Jahre das Liberto in N78. Das Liberto wurde 1965 von Rolf Hohmeier gegründet oder eröffnet. Und Hohmeier war es auch, der 4 Jahre später, im April 1969, das Tiffany eröffnete. Und wenn man in Mannheim über Diskotheken spricht, dann kommt man am Tiffany natürlich nicht vorbei. Bis heute, also seit über 50 Jahren mittlerweile, findet man diese Disco in der Passage in O7. Und dafür aber, dass es diesen Laden so lange gibt, haben wir erschreckend wenig Quellen zum Tiffany, muss ich sagen. Ich habe aber so ein paar Berichte und Interviews zusammengetragen, aber vor allem eher so aus den 70ern und 80ern, so Retrospektiven. Aber daraus lässt sich schließen, dass das Tiffany wohl vor allem wegen seiner rigorosen Türpolitik und der sehr guten Musikauswahl rasch an Beliebtheit gewann. Und dafür verantwortlich war vor allem der erst dieses Jahr übrigens verstorbene Geschäftsführer Tom Esselborn, der als DJ damals einstieg, und seine Frau. Das Tiffany wurde dann zur exklusivsten Diskothek Mannheims eigentlich. Hier feierten, ja sagt man halt immer so, ne? Hier feierten unter anderem Udo Lindenberg, Mick Jagger, Cat Stevens und sogar der schwedische König Carl Gustav von Schweden. Ich weiß nicht warum, aber... Ah, okay. Genau, und auf jeden Fall, ja, das habe ich extra gestrichen aus Platzgründen, aber John Bass wurde nicht reingelassen, genau.
Auf jeden Fall gab es schon immer Menschen in Mannheim, die diesen Glamour, den das Tiffany ausstrahlte, sicherlich liebten. Aber es gab auch immer Leute, die das kritischer sahen. Und ich habe stellvertretend zwei so Bewertungen aus der Presse mal rausgesucht zum Tiffany. Das eine sehr lobend, das andere ein bisschen differenzierter. Einmal schrieb die Rheinpfalz 1985 über das Tiffany: Im Tiff spielt sich Nacht für Nacht das große Theaterspiel der Nachtmenschen ab. Die einen sind nur Statisten in diesem Rummel, die anderen übernehmen schon mal die Hauptrolle. Hier findet sich einfach alles: Boutiquenbesitzer, Verkäuferinnen, Mannequins, Angestellte und Gastronomie, Intellektuelle und Akademiker. Sehen und gesehen werden ist das absolute Nonplusultra. Die hübschesten Mädchen und die niedlichsten Jungs treffen sich zum Stelldichein. Und das hier gehört zur einzigen Bilderserie, die wir vom Tiffany haben, von 1969, vielleicht sogar von der Eröffnung, weil es ist auf April datiert in unserer Datenbank. Das war offensichtlich der Barraum. Hier, man sieht das jetzt, weil es ein bisschen dunkel ist, nicht so gut. Da hinten im Durchgang erahnt man noch Personen und gleich bei der Folgefolie sieht man noch ein Bild, wo vermutlich genau diese Menschen dann, die da sitzen, gezeigt werden. Von der Tanzfläche habe ich leider kein Bild. Ich meinte ja, es gibt auch schon ein etwas kritischeres Urteil, wenn auch nicht komplett unfreundlich oder so. Und das war von Mannheim Illustriert aus dem Jahr 1983. Was dem Berliner seinen Kurfürstendamm und dem Hamburger seine Reeperbahn, ist dem Mannheimer sein Tiffany. Im Tiffany trifft sich alles nachts, was schön sein will. Zeigen Mädchen und Damen Konturen hinter teurer Garderobe, buhlen junge Adonisse um Beachtung, als verberge sich hinter jedem Spiegel ein Filmproduzent. Bei all dem, das Tiffany bietet für Musikliebhaber die beste Musik seit nunmehr fast 15 Jahren. Will man auswärtigen Gästen beweisen, dass Mannheim bei Nacht keine Provinz ist, so wird man wohl ins Tiffany gehen müssen. Aber Vorsicht! Wer da glaubt, nach dem dritten Glas eines nicht unbedingt hervorragenden Weines James Dean oder Marlon Brando zu begegnen, der unterliegt nur einer Täuschung. Denn es ist mit Sicherheit nur De Peter oder Karl Uste Quadrade, der sich aufgemotzt hat, weil er ins Tiffany gegangen ist. Oh. Ich bitte mein miserables Kurpfälzisch zu entschuldigen. In jedem Fall bleibt festzuhalten, dass es sich beim Tiffany um einen Fixpunkt des Mannheimer Nachtlebens handelt und das ist in so einer schnelllebigen Szene dann doch erstaunlich, weil viele Clubs nur ein paar Jahre existieren, auch viele Diskotheken. Was war das für eine Zeitung, das Mannheim Illustriert? Das war so ein Stadtmagazin tatsächlich, genau. Eine weitere Diskothek, die ungefähr in der gleichen Zeit öffnete, war das Carnaby. Darüber werde ich jetzt ein bisschen mehr erzählen, weil wir zum Carnaby einiges an Archivgut tatsächlich haben. Das Carnaby wurde am 10.05.1968 in F2 1415 eröffnet und hier haben wir eine Getränkekarte mit auch so einem freundlichen Begrüßungstext. Bei der Eröffnung lobte die Allgemeine Zeitung vor allem das Innendesign, zum Beispiel die Tanzfläche mit ihren farbwechselnden Lichtinseln. Neben DJs traten auch Livebands auf, teilweise wohl verkleidet als Filmstars übrigens, weshalb das Carnaby auch Tanz- und Filmdiskothek genannt wurde. Das Programm war bunt gemischt und bot mehr als nur Tanz und Musik. Und als die Disco dann ihr einjähriges Jubiläum feierte, stellte die Rhein-Neckar-Zeitung Folgendes fest: Das Carnaby ist ein Lokal für junge Leute, die den Beat und die Aktion lieben, die es gerne haben, wenn etwas los ist. Dafür sorgen temperamentvolle Disc-Jockeys, vielseitige Solisten, eine Leinwand für Disney-Filme sowie Wettbewerb und Quizveranstaltungen aller Art. Und jetzt zeige ich hier nochmal ein bisschen was, weil wir eben ein ganz schönes Archivmaterial haben. Hier sieht man den Grundriss vom Carnaby. Und klar, man sieht hier die Tanzfläche, hier war dann der DJ bzw. wahlweise die Band, Barbereich und erstaunlich viel Sitzbereiche auch. Man sieht, dass das im Erdgeschoss war, weil hier gibt es überall Schaufenster, man sieht aber gleich, die waren abgedunkelt. Und jetzt habe ich ein paar Fotos gefunden, die ich mal verorten möchte in diesem Grundriss. Wir haben hier einmal das Podium und hier ist die Band, die beim Jubiläum gespielt hat. Dann sieht man hier die Tanzfläche und das sind diese Lichteffekte, diese Lichtkacheln, von denen die Rede war. Und ich glaube, hier findet so eine Zaubershow statt, weil zum Jubiläum gab es eine Zaubershow und eine Schlagersängerin hat gesungen, da war richtig was los. Und hier sieht man die Schlagersängerin, meine ich zumindest, und man sieht, wie diese Sitznischen aussahen und man sieht, dass hier das Schaufenster abgedunkelt ist. Ach, tatsächlich. Ah, okay.
Ja, macht ja Sinn, wenn der so durch den Abend führt. Ne? Danke für den Hinweis. Nee, das war F2 1415. Ich habe gleich aber auch nochmal eine Karte, wo man das ein bisschen besser einordnen kann. Ich möchte das Carnaby aber auch nutzen, um über so ein paar Querschnittsthemen zu reden, die bei Clubs und Nachtleben immer eine Rolle spielen, einfach weil die Aktenlage da ganz gut ist. Einmal möchte ich über Ruhestörungen reden. Nach der Eröffnung vom Carnaby gab es direkt Beschwerden von AnwohnerInnen und daraufhin musste das Carnaby seine Lüftungsanlage umbauen, denn dort kam der Schall wohl nach außen. Solche Beschwerden gab es immer wieder, die gab es auch schon beim Jugendtanzcafé und zwar über die Mopeds von den Leuten, die hingefahren sind und wieder weggefahren sind. Und auch später kommt man immer wieder auf Lärm, auf Beschwerden wegen Lärmbelästigung, allerdings nicht so häufig, wie ich erwartet hätte, muss ich sagen. Oft dreht es sich dabei auch um Sperrzeitverkürzungen. Früher war es wohl so, unter der Woche konnte man bis 12 Uhr geöffnet haben, am Wochenende bis 1. Wenn man länger aufhaben wollte, was für so eine Disco oder einen Club ja durchaus sinnvoll ist, musste man eine Sperrzeitverkürzung beantragen. Und immer wenn es viele Anwohnerbeschwerden gab, wurde dann über solche Sperrzeitverkürzungen diskutiert. 1990 wurde beispielsweise beschlossen, in der westlichen Unterstadt, also den Quadraten F bis K, nur noch Sperrzeitverkürzungen für Gastronomie rauszugeben. Und es war irgendwie Teil eines Plans, um diesen Teil zu sanieren und auch aufzuwerten in gewisser Weise. Und hier zeigt sich so ein Dauerkonflikt, den man immer wieder im Nachtleben hat und der sich auch nie vollkommen auflösen lässt. Und zwar die Interessen der Anwohner und die Interessen der Feiernden. Und ich nehme mal an, unser Nachtbürgermeister kann da ein Lied von singen, von diesem Dauerkonflikt. Ein anderer Aspekt, der leider auch zum Nachtleben ein bisschen dazugehört, ist Kriminalität. Wenn viele Leute nachts zusammenkommen und dann noch was getrunken wird und so, dann kann es natürlich zu Konflikten kommen. Und ich habe eine Polizeistatistik vom Carnaby. Und zwar zählt die Polizei zwischen 1971 und 1980 42 Delikte. Darunter 2-mal Diebstahl, 18-mal Körperverletzung, 3-mal Ruhestörung, 2-mal grober Unfug. Ich habe mal recherchiert, das kann alles sein. Das kann öffentliches Urinieren, aber auch sexuelle Belästigung sein. Dann Hausfriedensbruch, was ich deute als Konflikte mit Türstehern. Und dann gab es noch andere Fälle. Und vor allem die Fälle der Körperverletzung klangen erstmal sehr hoch für mich, vor allem, weil es auch oft schwere Körperverletzungen war. Aber ich habe dann mal Vergleichszahlen gesucht. Und zu Mannheim habe ich nichts mit Diskothekenbezug direkt gefunden, aber ich habe Zahlen aus Berlin im Jahr 2019. Und im Berghain, so der bekannteste Club in Berlin, da gab es 2019 48 Straftaten. Wenn auch nur wenige Gewaltdelikte, muss man fairerweise sagen. Und im Kater Blau, was vielleicht auch einige kennen, gab es 2019 55 Delikte. Und dann sieht eigentlich 43 Delikte in 9 Jahren ziemlich gut aus, muss man sagen. Ja, ich habe die einzige Statistik genommen, die ich so auf die Schnelle gefunden habe. Ansonsten findet man immer wieder Pressemeldungen über Nächte, die eskalieren. 1958 gab es eine Razzia, da wurde geguckt, ob das Jugendschutzgesetz in Kneipen und so auch eingehalten wird. Und daraufhin kam es dann zu Krawallen von sogenannten Halbstarken, wie es hieß. In den späten 80ern gibt es immer wieder vereinzelte Nachrichten von Massenschlägereien, zum Beispiel einmal zwischen Skinheads, Punks und Hooligans. Und in einem Fall gab es in der Nähe eines US-amerikanischen Clubs sogar eine Schießerei, wo dann ein Soldat erschossen wurde. Aber nach meiner vorläufigen Einschätzung, ich betone aber vorläufig, bleiben das alles Einzelfälle. Das heißt, es ist alles längst nicht so gefährlich, wie manche vielleicht denken. Jetzt könnte man vielleicht auch erwarten, dass ich gerade beim Thema Clubs und Diskotheken auch sehr viel über Drogen berichten kann. Tatsächlich ist es aber so, dass man in den Quellen gar nicht so viel findet. Ich weiß aber, dass sie da waren und ich habe auf jeden Fall ein Zeugnis dazu auch. Und zwar hier aus den frühen 90ern, da hat die Polizei so Merkblätter an Gastronomen verteilt, wo es darum geht, dass die Gastwirte quasi mithelfen sollen, Drogenmissbrauch einzuschränken. Ob das jetzt sehr erfolgreich war, kann jeder für sich selbst einschätzen. Insgesamt muss ich aber sagen, ich habe einfach in dem Bereich noch nicht genug Material, um jetzt eine allgemeingültige Aussage zu solchen Themen zu treffen. Das sind immer so Schlaglichter, die ich nur werfen kann. Verschaffen wir uns jetzt mal einen Überblick über die Diskotheken- und Clublandschaft der 70er Jahre. Glücklicherweise hat im Jahr 1974 das Ordnungsamt alle Diskotheken und Clubs mit Sperrzeitverkürzungen aufgelistet. Und dann sieht man hier, dass Genesis fehlt interessanterweise in der Liste. Aber sonst sieht man hier, wo das Carnaby war,
Man sieht das Tiffany. Das Eister-Café wird später noch interessant. Und zu den anderen Läden kann ich tatsächlich gar nicht so viel sagen. Es geht auch mehr darum, einen Überblick zu bekommen. Würde ich zu jedem Laden was erzählen, würde der Vortrag sehr, sehr lange dauern. Über diese Welt brach dann 1978 die Disco-Welle herein. In dem Jahr kam nämlich der Film Saturday Night Fever raus und löste in Deutschland sowie überall in der westlichen Welt das Disco-Fieber aus, wenn man so will. Und das beschränkte sich nicht nur auf den Musikstil Disco, sondern auch tatsächlich um Discos als Etablissements. Im Jahr 1979-80 gab es wohl zwischen 8.000 und 9.000 Diskotheken in Deutschland. Das habe ich aus der Literatur, also Bundesrepublik und West-Berlin. Zum Vergleich, zwischen 2002 und 2016 schwankte die Zahl der Diskotheken in Deutschland wohl bei um die 4.000. Das heißt, nicht mal halb so viele. Ich habe leider tatsächlich nicht so viel zur Discowelle in Mannheim gefunden. Manche von Ihnen sagen vielleicht auch Gott sei Dank nicht so viel gefunden. Aber eins ist klar, auch Mannheim war Disco, und zwar so Disco, dass ich ein Foto davon habe, wie Mr. Hitparade Dieter Thomas Heck 1982 eine Rollschuh-Disco eröffnet. Man sieht aber auch gleichzeitig, der Andrang ist jetzt nicht so groß gewesen. Und dann war es nur bei der Eröffnung für die Fotos. Auf jeden Fall, die Disco brannte auch nach 2 Jahren wieder ab. Die existierte leider gar nicht so lang. Aber praktisch parallel zu dieser ganzen Disco-Welle und so weiter entwickelten sich auch Gegen- und Subkulturen. 1973 gilt als das Geburtsjahr der Hip-Hop-Kultur, die auch ganz wichtig war für die Neudefinition der Rolle des DJs. 1977 bricht die Punk-Welle über Großbritannien hinein und schon deutlich früher entwickelten sich langsam so Hard Rock und Heavy Metal in verschiedensten Spielarten. Zeitgleich leisteten Kraftwerk Pionierarbeit in der elektronischen Musik und beeinflussten damit die Waver und ein bisschen später dann auch die Leute, die dann House und Detroit Techno erfunden haben, dazu aber später. Kurzum, mit Übergang in die 80er gibt es unterschiedlichste Szenen und Jugendkulturen. Und das wiederum hat grundsätzlich Einfluss auf die Clublandschaft in Deutschland. Es entwickeln sich Szeneclubs, die ein bestimmtes Klientel bedienen. Aber es gibt auch viele Läden, die quasi jeden Abend ein anderes Motto haben, um all die verschiedenen Leute zu bedienen, wenn man so will. Und soweit ich das überblicke, gab es in Mannheim auch eher Letzteres. Also viele Diskotheken und Clubs, die jeden Abend ein anderes Motto haben, hatten, um verschiedenes Klientel anzusprechen. Insgesamt muss ich aber sagen, ist es gar nicht immer so leicht herauszufinden, was eigentlich in Diskotheken und Clubs gespielt wurde. Das, was ich aber jetzt über die Clubszene der 80er gleich sage, weiß ich vor allem aus Zeitschriftenartikeln und auch aus Erzählungen. Und ich habe mal versucht, so einen kleinen Überblick zu geben über ungefähr das Stichjahr 1983. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Man hat hier das Genesis und das Tiffany, quasi die Elefanten im Raum. Das Coco am Tatasaal, da weiß ich, dass es existiert hat, sonst weiß ich da so gut wie nichts drüber. Das können wir später noch drüber reden. Das Jardin, der Hardrock-Club und das Saint-Tropez, über die werde ich gleich noch ein bisschen mehr erzählen, auf jeden Fall. Fangen wir aber erstmal an mit dem Genesis. Da habe ich nämlich einen interessanten Zufallsfund gehabt. In der Specs, dieser Musikzeitschrift, die es leider nicht mehr gibt, da heißt es, dass im Genesis das erste Mal überhaupt Punk und Wave aufgelegt wurde. Ich weiß nicht, ob es stimmt, die Specs hat es behauptet. Außerdem habe ich von Zeitzeugen gehört, dass da wohl auch viel Hardrock und Classic Rock so in den 80ern gespielt wurde. Kommen wir zum Saint-Tropez. Das wurde ursprünglich als das Eister-Café gegründet im Jahr 1961, wobei ich mir nicht ganz sicher über das Stichjahr bin. Und das war damals bekannt für Kaffee- und Tanztees eigentlich, entwickelte sich aber auch zu so einer Art Disco, soweit ich weiß. Mitte der 70er wurde daraus dann das Saint-Tropez. Der Gründer war übrigens Peter Bunge, der hat wiederum vorher im Boccaccio als DJ aufgelegt. Das Boccaccio haben wir auf der Karte von 1974 gesehen und das ist etwas, was man sehr oft hat. Leute fangen irgendwo als DJ an und machen irgendwann ihren eigenen Club auf. Das war genauso bei Esselborn, dem Geschäftsführer vom Tiffany, der war vorher DJ im Parc Fermé. Es wäre also sicherlich interessant, so eine kleine Netzwerkstudie irgendwann mal zu machen zur Mannheimer Clubszene, aber da bräuchte ich deutlich mehr Daten für.
Das Saint-Trop war, so habe ich es in einer Zeitschrift gelesen, Mannheims größte Mainstream-Disco in seiner Zeit. Und ich habe hier so einen O-Ton quasi oder so ein Zitat, das ich nochmal kurz vorlesen möchte. Wer im Saint-Trop High Society oder Jet-Set-Publikum erwartet, wird enttäuscht werden. Hier treffen sich Leute jeden Alters und Tätigkeit, die sich gern schick anziehen, die einen netten Abend verleben wollen. Und das ist hier allemal möglich. Also ein solider Laden quasi. Geschlossen wurde das Saint-Trop dann 1985. Kommen wir zum Le Jardin. Das Le Jardin ist ganz interessant, weil ich weiß gar nicht so viel darüber. Ich weiß nicht, wann es geöffnet wurde, ich weiß nicht, wann es geschlossen wurde. Ich weiß, dass es in K231 war, unter dem Atlantis. Und ich weiß, dass es sehr kultig und beliebt anscheinend war. Ein Zeitzeuge hat es beschrieben als sehr New York-mäßig. Das finde ich ganz schön eigentlich. Und die Zitate bestätigen das auch so ein bisschen. Ich fange mal an mit der Mannheim Illustriert. Ich zitiere, mit der Rheinpfalz. Oase für Nachtschwärmer und Paradiesvögel. Die neuesten Frisuren, das modischste Make-up. Eben hervorragend gestylt, wie es in der Fachsprache heißt. Japanische Schirme an der Decke, Palmenspiegel, künstliches Grünzeug, auf denen ausgestopfte Paradiesvögel hocken, runden das Gesamtbild ab. Und noch bunter ist tatsächlich die Mannheim Illustriert in ihrer Darstellung. Hier hält sich zur fetzigen Musik von Marvin Gaye, Nena oder Michael Jackson eine fröhliche Bedürfnislosigkeit in Bewegung, vor der die Schaufensterpuppen der Nobeldiskos nur in Tränen ausbrechen könnten. Jeder kommt, wie er will. Punks und Popper, Studenten und Strieze, Heimchen und Homos, Intellektuelle und Idioten, Lesben und Loddels. Ein Bourgeois kann da schon Angst und Bange werden. Wir haben ihn gewarnt. Kommen wir nun zum Hardrock-Club in S13. Der Hardrock-Club ist auch ganz spannend, weil es den unheimlich lange gab unter verschiedenen Namen. Anfang der 60er eröffnete er unter dem Namen Cassie, wurde dann zum Top-10-Club und Mitte der 70er dann neu eröffnet als Hardrock-Club. Der wurde Ende der 80er dann geschlossen und als Ohm neu eröffnet. Und das Ohm war wiederum in den 90ern wichtig für elektronische Musik, Jungle-Partys, Techno und solche Geschichten. Das heißt, hier könnten mehrere Generationen gerade sitzen, die wahlweise im Hardrock-Club oder im Ohm und vielleicht sogar noch im Cassie waren. Laut einem Zeitzeugen lief im Hardrock-Club am Anfang wohl auch viel Disco tatsächlich, aber so ab ungefähr 1980 rum wurde wohl auch Punk und Wave gespielt. Eine Sache habe ich noch nicht erwähnt, es gab im Keller den Hardrock-Club und wenn man ein Stockwerk hochgegangen ist, gab es das Hardrock-Café, nicht zu verwechseln mit der Kette übrigens. Und passend zu... Da war Soul-Musik tatsächlich. Danke. Passend zu Punk und Wave habe ich hier dann auch nochmal ein Zitat aus der Rheinpfalz wieder. Hier heißt es, alles sehr kühl, sehr sachlich und sehr steril. Darauf Leute, die an Verrücktheit und flippiger Extravaganz wohl kaum zu übertreffen sind. Der Hardrock-Club ist ein Szeneladen, ein Treffpunkt für die Leutchen in schwarzen Klamotten, den abstehenden farbenfrohen Haaren und den millimeterdicken Make-up. Aber es wurde im Hardrock-Club jetzt nicht nur Punk und Wave gespielt. Es gab zum Beispiel einen Mittwoch, wo Psychedelic-Beat-Musik gespielt wurde, was ich auch sehr exotisch finde. Einen Club habe ich jetzt noch nicht erwähnt, den man in Mannheim der 80er erwähnen muss. Und zwar das MS Connection. Das Connex, wie der Club auch von vielen... Ja, das Foto ist übrigens aus dem Gründungsjahr hier irgendwie. Das Connex, wie der Club auch von vielen genannt wird, wurde am 9.8.1984 in einer ehemaligen Lagerhalle der Firma Seilwolf in Neckarau eröffnet. Das Ziel war, ein Freizeitzentrum für die queere Szene Mannheims mit der Verbindung von Musik und Sport zu schaffen. Daher kommt auch das M&S von Musik und Sport. Neben einer Diskothek sollte auch eine Sauna, ein Schwimmbad und ein Freizeitbereich geschaffen werden. Es blieb aber, glaube ich, nur bei der Diskothek am Ende. Und diese richtete sich anfangs ausschließlich an Männer, öffnete sich dann aber später auch für anderes Publikum. Ah ja, zum Beispiel. Das Connex war nach eigener Aussage dann die größte Diskothek Mannheims und das größte queere Zentrum mindestens der Region. Und hier findet man schon sehr viele Elemente, die man sowieso klischeemäßig mit einem Club verbindet. Man hat so eine alte Industriehalle, die niemand mehr braucht und dann geht eine Szene rein und macht daraus was Neues und vereinnahmt den Raum quasi für sich. Und das Konzept ging auf. Je nachdem, wen man fragt, kamen Besucher aus einem Umkreis von entweder 150 Kilometern oder sogar 400 Kilometern.
Und die Polizei schätzte 1987 die Besucherzahl auf so 700 bis 800 Gäste immer an Wochenenden. Zugleich hatte das Connection gerade in den ersten Jahren immer wieder mit verschiedenen Hürden und Konflikten zu kämpfen, vor allem was Beschwerden wegen Lärmbelästigung angeht und davon ausgehend dann wieder Beschwerden wegen Sperrzeitverkürzungen. Über diese Konflikte und das Connection grundsätzlich könnte man einen eigenen Aufsatz schreiben und sehr viele Akten durchgehen. Deswegen mache ich es kurz. Es bleibt festzuhalten, dass das Connection ein großer Erfolg war. Und es war eben nicht nur für die queere Szene wichtig, denn wie schon erwähnt, öffnete sich der Laden mit der Zeit. Und es gab dann verschiedene Mottos und Partys. Und mit dem Übergang in die 90er wurde das Connex dann auch immer wichtiger als Location für Breakbeat, Jungle, Drum and Bass und Techno-Partys. Und, das hätte ich jetzt fast vergessen, hier sieht man nochmal, wie die Nebelmaschine getestet wird. Und das Gebäude hatte nämlich insgesamt 6 Floors und da kann man sich dann mit verschiedenen Partyformaten gewisserweise einmieten. Und in den 90ern und darüber hinaus gab es hier dann sehr bedeutsame Partyreihen, beispielsweise die Future, Sounds of Life oder auch die Meditation. Ich habe hier ein paar Flyer aus den 90ern mitgebracht als Beispiel. Und damit sind wir auch schon bei den 90ern. Ging ja ganz rasant. Und damit schließt sich auch quasi der Kreis zu den tanzenden Menschen ganz am Anfang des Vortrags. Aber eben noch nicht ganz. Verschaffen wir uns erstmal einen Überblick, denn 1991 hat zum Glück das Ordnungsamt mal wieder eine Liste mit Clubs und Diskotheken gemacht. Und hier sieht man ein paar. Das Genesis, das übrigens in der Quelle nur Club H715 genannt wird, ist immer noch da. Das Tiffany natürlich auch. Dann sieht man hier das Ohm, ehemals Hardrock Club. Das Alcazar war ein Schuppen, wo vor allem die Amis wohl waren. Die Galerie gibt es heute unter dem Namen Soho, meine ich. Beim Subway finde ich interessant, es gab schon in den 70ern ein Subway, hier gibt es jetzt wieder eins und das wurde später auch wichtig in der elektronischen Musikszene vor allem. Aber das Old Vienna ist für mich eher eine Konzertlocation tatsächlich. Aber das Old Vienna ist, glaube ich, auch so ein Fall, wo man einen eigenen Aufsatz drüber schreiben könnte. Trotzdem danke für den Hinweis auf jeden Fall. Und dann... Ja, genau. Ich weiß, dass das der Nachfolger war. Und hier sieht man dann eben auch schon das Milk in P4 1 bis 3. Darüber werde ich gleich noch ein bisschen reden. 1991 war auf jeden Fall die Musik- und Clubszene schon eine andere als noch 1983. Anfang der 80er, und ich vereinfache jetzt sehr stark, man möge es mir verzeihen, Anfang der 80er wurde in Chicago der Musikstil House entwickelt. Und aus dem Chicago House entwickelten sich dann Detroit Techno und in England Acid House. Einer der ersten deutschen Techno- und House-Clubs war dann nicht allzu weit weg von Mannheim tatsächlich. Das war das 1988 von Sven Väth geöffnete Omen. 1989 fand dann in Berlin die erste Love Parade statt und die 90er standen dann ganz im Zeichen elektronischer Tanzmusik verschiedenster Spielarten, so will ich es mal nennen. Und was machte eigentlich Mannheim, während alle anfingen zu Techno zu tanzen? Mannheim machte sein eigenes Ding. Und damit sind wir beim Milk. Fangen wir an mit Dirk Mantai und Gregor Dietz, beides damals lokale DJs. Mantai kam ursprünglich aus der Wave-Szene, ich hoffe, ich sage da nichts Falsches, und hat im Hardrock-Club unter anderem aufgelegt. Er war dann im Ausland mit elektronischer Musik in Berührung gekommen und verschaffte sich dann Ende der 80er eine Reputation mit Acid-House-Partys in der Region. Gregor Dietz wiederum war für die Mannheimer Szene, so liest und hört man es überall, eine unheimlich wichtige Figur, auch als Pionier für elektronische Musik und Techno-Musik, obwohl er ursprünglich auch eher aus der Indie-Szene wohl kam. Und Dietz war wohl auch ein hervorragender DJ und leider ist er schon 2005 verstorben. Die beiden sahen sich regelmäßig im WOM, im World of Music, wo Dietz auch arbeitete. Und dieser Laden war damals sowieso so eine Art Szenetreffs für DJs und Musikfans, einfach weil es wohl eine unheimlich gute Plattenauswahl gab mit kompetenten Mitarbeitenden. Und ich habe sowieso das Gefühl, dass das halbe DJ-Team vom späteren Milk irgendwie auch mal bei WOM gearbeitet hat. Das ist so mein ganz subjektiver Eindruck zumindest. Eines Tages war es dann so, dass die Eigentümer eines wegen Erfolglosigkeit geschlossenen Clubs, eben in P4 1 bis 3, auf Dirk Mantai zukamen und ihm quasi die Schlüssel einfach in die Hand drückten. Das war im Jahr 1990.
Der Laden war so eine Art Abschreibeprojekt. Also sie wollten den eigentlich nur verkaufen und damit das funktioniert, muss da natürlich ein laufender Club rein, damit man dann irgendwie auch ein bisschen mehr Geld bekommt. Und Mantai hatte keinen Vertrag, aber er konnte dafür machen, was er wollte. Und deshalb besorgte er erstmal eine gute Anlage, denn das war etwas, was seiner Meinung nach in der Region auf jeden Fall fehlte, in Clubs und Diskotheken. Und der Club wurde dann renoviert und eröffnete im September 1990 und da haben wir das Milk. Es bildete sich dann ein Team aus House-DJs. Genau genommen waren das dann Dirk Mantai als D-Man, dann Groover Klein, dann DJ G.O.D. oder G.O.D., ich bin mir da nicht ganz sicher, das war Gregor Dietz. Ja, genau. Gott war es ausgesprochen. Danke, weil ich habe mich immer gefragt, wie man es denn eigentlich jetzt ausspricht. DJ God, dann Buzzface Sascha und später noch C-Bass. Wenn ich jemanden vergessen habe, tut es mir leid, ist keine Absicht. Am Anfang war das Programm im Milk wohl in etwa so, habe ich gelesen. Donnerstags lief Indie-Dance-Sound, Freitag lief Techno, Samstag House und sonntags gab es dann einen Tea-Dance, also einen Tanztee, sehr schön. Am Anfang lief das Milk gut. Doch das bereits erwähnte Ohm zog immer mehr Leute an und wurde immer attraktiver. Außerdem gab es in Frankfurt auch das Dorian Gray, was unheimlich beliebt war. Und dann war es tatsächlich so, alle sind nach Frankfurt und niemand war mehr im Milk, mehr oder minder. Und die erste Wende brachte, ich will es mal vereinfacht sagen, Marketing. Die Leute vom Milk fingen an, Flyer zu machen und ihre Partys zu bewerben und dadurch lief es schon ein bisschen besser. Und diese Flyer sind wunderschön. Ich habe hier ein paar zur Auswahl. Und ich werde die Adresse, wo ich die her habe, gleich auch nochmal groß einblenden, zum selber recherchieren. Die entscheidende Wende brachte dann aber eigentlich ein Zufall. Der in England lebende Schweizer Niels Hess, a.k.a. DJ Puppet Master, legte als Freund sowieso regelmäßig, als Freund des Hauses regelmäßig im Milk auf. Und im Januar 1992 packte er dann das erste Mal Breakbeats aus. Und von da an war der Laden jeden Samstag voll. So heißt es zumindest. Und auch wenn in Interviews immer wieder betont wird, dass man das Milk nicht auf Breakbeats, Jungle und Drum and Bass, das sind letztendlich, die sind aus den Breakbeats entstanden, Jungle und Drum and Bass, dass man das darauf nicht reduzieren kann, wurde Mannheim durch das Milk zu einem Einfallstor für eine Musik, die vor allem vorher in Großbritannien stattfand. Die Kurpfalz wurde dadurch quasi zu einem Zentrum einer, nennen wir es mal, British Sound Invasion und für einen Sound, den es woanders in Deutschland einfach noch nicht gab. Und die Gäste honorierten das. Die kamen aus einem Umkreis von wohl auch bis zu 400 Kilometern. Und im Milk fanden sie dann einen Club vor, der drei Räume hatte. Es gab einmal den Main Floor, dann gab es wohl aus früheren Tagen noch ein ehemaliges Billardzimmer, wo aber niemand mehr Billard spielte. Und dann gab es noch einen Chill-Out-Raum, der wohl eine ganz eigene Atmosphäre hatte. Und da habe ich ein ganz schönes Zitat gefunden. Licht- oder Dia-Installationen, allerlei Deko und nicht zuletzt der dann geöffnete Chill-Out-Raum waren die zusätzlichen Attraktionen. Aus dem nicht mehr bewirtschafteten Restaurant machte Boris Eden Hieserer eine Stätte des Cyber-Schamanismus. Später, zu den Boom-Zeiten des Milk, gestaltete Oliver Soundball Rack diesen Ort. Man kühlte hier bei deepen Techno- oder Ambient-Sounds ab, erholte sich vom sonischen Wahnsinn, der hinter der Glastür auf der Tanzfläche tobte. Und vom sonischen Wahnsinn haben wir vorher selber eine Kostprobe bekommen. Ja. Zu den Feiernden gehörte auch immer ein harter Kern der ersten Stunde, die Milk Posse. Und die Milk Posse gab dem Club wohl unheimlich viel Support, auch durch schwere Zeiten hindurch. Und man hört und liest immer wieder von diesem ganz besonderen Gruppengefühl, was es gab. Man machte halt sein eigenes Ding und feierte sich selbst. Man könnte über die Milk Posse auch viel mehr sagen, aber Zeit ist knapp. Auch sonst war das Publikum im Milk wohl sehr besonders tatsächlich und auch da habe ich ein sehr schönes Zitat. Modisch regierten Clubwear Longsleeves und Adidas-Hosen. Auf dem Kopf saßen Stüssi-Hüte oder Wollmützen. Trillerpfeifen und Holzketten baumelten um den Hals. Außerdem begegnete man Studenten, Assis, Acid-Jazz-Freunden, Casuals, Daniel-Pool-Jackenträgern, Boarding-Fummel-Technos, Fashion-Victims, 15-jährigen Mädchen, Mit-30ern, Hippies, B-Boys, Britpoppern, Skatern, noch neugierigen oder schon bekehrten Indie-Kids und überhaupt so manch schillernder Gestalt und schrägem Vogel.
Gemeinsam mit der Milk Posse ging das Milk dann 1992 auch auf die Love Parade und auf die May Day und flutete da dann die Veranstaltung auch mit Breakbeats und Drum and Bass Sounds. Und hier sieht man den Milkwagen bei der Love Parade. Und 1992 wurde dann auch das Milk vom Magazin Frontpage zum Club des Jahres gewählt. Und das war der Höhepunkt des Milk. Bis Ende 93 ging es noch so ähnlich weiter, aber nach und nach lösten sich die Protagonisten von dem Club und die Hochzeit des Milk war dann so langsam vorbei. Und damit möchte ich auch meinen Vortrag so ganz langsam auslaufen lassen. Denn das Milk war vermutlich der einzige Mannheimer Club, der deutschlandweit prägend war, indem er einen neuen Sound hierzulande etablierte. Aber ich will nicht unter den Tisch fallen lassen, es gab natürlich auch neben dem Milk hier eine Clubszene, die sich in den 90ern weiterentwickelte und wichtig war. Das Ohm habe ich schon erwähnt, das als Ort für elektronische Musik an Bedeutung gewann. Das Subway war wohl auch wichtig. Und dann gab es auch Off-Partys, sogenannte, beispielsweise auf dem Müllberg auf der Friesenheimer Insel. Da habe ich hier einen ganz schönen Flyer. Aus dem Umfeld des Milk heraus aber erwuchsen dann auch sehr viele wichtige DJs und auch Partyformate. Zum Beispiel die Partyreihen im MS Connection, die ich vorhin angesprochen habe, sind größtenteils von Leuten entwickelt worden, die im Milk auch vorher waren als Gäste. Und was ich auch ganz schön finde als Verbindung, bei der allerersten Time Warp im Jahr 1994 legte einer der ehemaligen Resident-DJs vom Milk auf, nämlich Groover Klein. Nächstes Jahr feiert die Time Warp 30-jähriges Jubiläum und zieht in Mannheim rund 20.000 Leute an. Insofern ist die Clubkultur in Mannheim noch sehr lebendig. Das war jetzt also unser Streifzug durch die Mannheimer Clubgeschichte. Alleine schon aus Zeitgründen konnte es eben nur ein Streifzug sein. Es gäbe noch vieles, auf das ich eingehen könnte. Gerade wird schon erwähnt, dass ich das Old Vienna zum Beispiel ausgelassen habe, schändlicherweise. Darüber hinaus gäbe es aber auch noch die Studierendenclubs, über die ich nicht geredet habe. Außerdem auch die amerikanischen Clubs, obwohl die US-Amerikaner natürlich einen großen Einfluss hatten auf die Mannheimer Szene. Andere Themen, wie beispielsweise Konflikte, konnte ich auch nur anschneiden. Es gibt also noch viel zu forschen und ich hoffe, dass ich mit meinem Vortrag zumindest so einen Anfang machen konnte, so ein bisschen mal was sortieren, wenn man so will. Auf eine Sache möchte ich noch hinweisen, aber weil ich das einfach irgendwie eine schöne Beobachtung fand. Ich habe mit Jugendclubs aus den 60ern mehr oder minder angefangen und jetzt mit dem Milk Anfang der 90er aufgehört. Und ich habe das Gefühl, so viel trennt die Beatniks der 60er gar nicht von den Ravern der 90er. Denn am Ende geht es immer um das Bedürfnis junger Leute, sich Freiräume zu schaffen, in denen sie abseits festgefahrener Konventionen einfach sie selbst sein können. Und passend dazu habe ich jetzt auch noch so eine Art Zitat-Collage, wenn man will. Ich habe einige meiner Zeitzeugen gefragt, was für sie eigentlich ein Club ist. Und ich habe verschiedene Antworten bekommen und ich habe versucht, die mal so zusammenzuschmelzen zu einer Essenz. Und da ist sie. Es muss dunkel sein. Es muss laut sein. Es darf nicht zu schick sein und es muss underground sein. Da geht man in einen Keller und da sind meine Freunde. Da ist ein geschützter Raum, ein Raum, um Dinge zu entdecken. Die Türe geht zu und man kann da 8 Stunden machen, was man will, egal wie man tanzt und, für mich fast das Wichtigste, niemand beurteilt mich. Vielen Dank. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit für Fragen. Vielleicht eine Sache vorab. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, alle tragen ihre eigene Clubgeschichte mit sich rum. Und ich bin sehr dankbar für Hinweise, was ich nicht auf dem Schirm habe, wo ich vielleicht falsche Infos habe oder so. Ich glaube aber, wenn wir anfangen, darüber zu reden, dann artet das aus. Das können wir gerne nachher machen beim Umtrunk oder wir reden wann anders mal. Aber Fragen sind sehr willkommen auf jeden Fall. Mit Mikro, genau. Hallo, eine kurze Frage. Zwischen Mannheim-Vogelstang und Mannheim-Käfertal gab es ja auch diese große Disco. Die wurde später umbenannt in Orange Club. Weiß noch irgendjemand, wie die davor hieß? Die war so Ende der... Skyline. Wie? Skyline. Skyline hieß Skyline. Die. Skyline, okay. Nee, das war eine Diskothek, die war, wo jetzt der Lidl ist, in Mannheim-Vogelstang. Da im Rott heißt das. Wie? Nee. Genau. Das
Skyline, okay, danach hieß Orange. Skyline, okay. Die hieß danach Orange Club, ne? Ja. Ah, okay, dankeschön. So. Sonst sind alle geplättet von der Darbietung? Ne, da ist noch was. Sie haben nur in Bezug auf Tiffany, haben Sie einmal eine Frau erwähnt. Ist die Clubszene komplett durch Männer bespielt? Ja, so, also soweit ich das wahrgenommen habe, ne, es ist ja immer schlaglichtartig, aber ich glaube, es ist schon sehr männlich dominiert, gerade weil es ja auch um die Geschichte der Clubs geht. Das heißt, wir sprechen ja viel von den 60ern, 70ern, 80ern, da geht das, glaube ich, noch stärker als heute. Genau. Doch, damit die Leute zu Hause auch was hören. Ich mach so. Ich fand den Vortrag also wirklich sehr, sehr spannend. Okay. Ich fand den Vortrag, da kann ich ein bisschen leiser reden. Ich fand den Vortrag wirklich spannend und wirklich klasse, weil es waren trotz allem viel, viel neue Sachen dabei. Aber ich habe mal jetzt mitnotiert. Ich bin auf 17 Clubs gekommen, die gefehlt haben. Davon waren ungefähr 12 bis 13 Tanzlokale. Also gern können wir uns da nochmal drüber unterhalten. Also zum Beispiel Slitkiss fehlt, der Jockey Club fehlt, der Deschers Club fehlt, die Katakombe fehlt, Scala Club fehlt, das Imbiss fehlt, Studio U1 fehlt, der Star Club fehlt, das Boccaccio fehlt. Nur fremd erwähnt ein bisschen. Das Chardin hieß Le Chardin. Das Flick Flack ist auch getannt worden. In Freudenheim gab es das Cockpit, weil Freudenheim ist auch noch Mannheim. Und in Friedrichsfeld, wenn man das dazu will, ist Relais 65. Danke für die Hinweise, da können wir uns gerne drüber austauschen. Es gibt aber mal, darauf möchte ich nur hinweisen, ich habe einige Clubs auf der Karte, die ich nicht groß erwähnt habe, die ich aber auf dem Schirm habe. Am Ende ist es auch immer eine Frage, wie man gewichtet, ob ich eben Quellen zu einem Club finde und wie viel ich erwähnen kann. Weil mir war auch klar, wenn ich jede Diskothek erwähne, dann sitzen wir noch morgen hier wahrscheinlich. Aber trotzdem würde ich mich sehr gerne mit Ihnen mal austauschen. Danke. Wir sind fertig. Ah, okay. Also nochmal, in U3, direktes Eck am Ring, die Heimat der Tillman Brothers, das waren diese holländischen Indonesier, die da gespielt haben. Die gemacht haben, ne? Ja, genau. Live war das. Genau dies. Ich kann nochmal zurückgehen. Das ist 83, 74. Da sind die Ringstuben. Genau. Gut, da ist noch eine Frage. Der Flurmann hat das Carnaby als erstes eröffnet. Und danach hat er eine zweite Disco eröffnet, die war in der Breiten Straße, etwa dort, wo heute so ein DM oder so etwas war. Wie das hieß? Nein, das hieß nicht Letkiss. Das hieß anders. Das hieß anders. Ja, nee, das war eine Disco, eine richtige Disco. Okay, danke für den Hinweis auf jeden Fall. Auch, okay. Ich sehe schon, ich glaube, ich muss nachher ganz viele Visitenkärtchen verteilen, damit ich alle Infos geschickt kriege. Vielleicht noch ein oder zwei Fragen mit Blick auf die Uhr. Ich schalte die PowerPoint nur noch einmal so schnell durch, weil... Bevor wir zum Ende kommen, ich hatte es nur eingeblendet. Na, wo ist es denn jetzt? So. Ich möchte noch einmal explizit darauf hinweisen, dass man hier auch nochmal Eigenrecherche betreiben kann.
Das sind die Adressen, die mir sehr geholfen haben. Einmal der Blog von Klaus Hilscher, dann das Future Music Magazine und dann DNB Flyer, Drum and Bass Flyer sind das. Und da auch nochmal vielen Dank an alle Zeitzeugen, die mir geholfen haben. Gibt es noch eine oder zwei letzte Fragen? Sonst haben wir gleich ja auch noch die Chance, darüber zu reden. Okay, dann machen wir noch was aus dem Chat. Es gibt ein paar Anmerkungen aus dem Chat. MMS Connection haben in den 80er Jahren mal die Toten Hosen gespielt. Dann wurde noch darauf hingewiesen, dass Xavier Naidoo Türsteher im Milk war. Ja, stimmt, das wusste ich sogar. Das habe ich, glaube ich, vergessen einfach zu erwähnen. Und jemand vermisst dann auch das Milk in Mannheim. Nee, Milieu in Mannheim, Entschuldigung. Das Milieu, ja. Ja. Also beim Milieu, wenn es Zeitzeugen besser wissen, bitte ich auch um Korrektur gleich im Anschluss beim Umtrunk. Das Milieu habe ich tatsächlich verbucht als eher so eine Art Kneipe, weniger eine Tanzbar. Weil sonst müsste man das Milieu auf jeden Fall erwähnen. Das ist mir aufgefallen, dass das ein ganz legendärer Schuppen wohl war. Okay, dann haben Sie noch einmal vielen Dank. Ich weiß nicht, ob der Gastgeber noch ein paar Abschiedsworte sagen möchte. Ich will gar nicht viel sagen. Ich würde nur mal vielen Dank sagen für die wirklich sehr, sehr gute Präsentation. Hat mir sehr viel Spaß gemacht zuzuhören. Und vielleicht kann man das Format ja nochmal in ein, zwei Jahren weiterführen, wenn du noch ein paar mehr Quellen und Zeitzeugen interviewt hast. Würde mich sehr freuen, wenn wir das noch irgendwie wiederholen könnten. Und ansonsten, ich glaube nur zu sagen, es gibt noch draußen ein paar Getränke, Bier, ein paar Kaltgetränke. Können wir gerne noch zusammenkommen.